Tempelruinen von Karnak am mittleren Nil gehören zu den ältesten und bekanntesten Überresten aus der ägyptischen Vorzeit. Vor 4000 Jahren errichtet, wurde diese Kultstätte schon vor Christi Geburt durch ein Erdbeben zerstört. Jetzt baut die ägyptische Regierung nach jahrelangen Vorarbeiten die Tempel in ihrer ursprünglichen Form wieder auf. Die Einzelteile der geborstenen Statuen vermitteln einen Eindruck vom gewaltigen Ausmaß der Figuren. Ein Fuß. Und ein Daumen, zweifellos der größte Daumen der Welt. Die Arbeitsmethoden unterscheiden sich kaum von denen zu Pharaos Zeiten. Aus Hunderttausenden von Bruchstücken wird Stück für Stück zusammengetragen, Stein auf Stein getürmt, bis die Tempel von Karnak wieder in ihrer erhabenen Größe erstanden sind. An anderer Stelle Ägyptens, bei Kairo, vertauschen junge Kunststudenten den Hörsaal mit dem Inneren der gestuften Pyramide, dem ältesten Bauwerk der Welt. Ein Kursus führt die Studenten in die Welt der ägyptischen Vorzeit ein. Hier besuchen sie eine erst kürzlich entdeckte Grabkammer. Sie lernen Geschichte am steinernen Beispiel. Tausend Jahre sind vergangen, seitdem diese Plastiken geschaffen wurden. Moderne Wissenschaft im Schatten der Pyramiden. Ein Stück Ägypten von heute.